Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo. Nach zwölfstündiger Autobusfahrt kamen wir ziemlich geschlaucht in Savona an. Es dauerte einige Zeit, bis die Massen von Menschen eingeschifft waren und wir ablegen konnten. Immerhin waren wir 3000 Passagiere und zusätzlich 1000 Mann Besatzung. Nachdem wir unsere Sachen in der Kabine verstaut hatten, beschlossen wir, eine erste Erkundungstour durch das riesige Schiff zu machen. Während der Nacht fuhren wir weiter zu unserem ersten Besichtigungspunkt der Reise, Neapel. Schon von Weitem war deutlich der Vesuv zu erkennen. Unser Ausflug führte uns nach Pompeji. Pompeji ist das großartigste Beispiel einer durch Ausgrabung wieder zugänglich gemachten altrömischen Stadt. Das bei einer der größten Naturkatastrophen der Menschheit untergegangene Pompeji vermittelt uns heute einen ausgezeichneten Einblick in das Leben der antiken Welt. Gegründet wurde die Stadt schon im 6. Jahrhundert vor Christus von den Oskaren. Bald darauf machten sich griechische und etruskische Einflüsse bemerkbar. Um 290 vor Christus fiel Pompeji unter die Herrschaft Roms. Von 200 bis 90 vor Christus wurden die schönsten Tempel, die Basilika und andere prächtig ausgestattete Bauwerke errichtet. Unter Sulla wurde Pompeji zur Vergnügungsstadt. Die Ausschmückungen der Wohnungen wurden römischen Vorbildern nachgebildet. Neue Thermen, Forumhallen, ein neues Theater und andere Bauten entstanden. Auch unter Augustus und Tiberius war die Bautätigkeit groß. Die Privathäuser erhielten reiche Bemalungen, Tempel und öffentliche Gebäude wurden luxuriös ausgestattet. Im Jahr 63 nach Christus zerstörte ein Erdbeben die Säulen des Forums, die Basilika, mehrere Tempel und Privathäuser. Der Wiederaufbau war noch nicht beendet, als am 27. August 79 nach Christus die Stadt bei dem Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde. Zu dieser Zeit hatte Pompeji etwa 20.000 Einwohner. Der Ausbruch kam so überraschend, dass sich viele Bewohner nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Die Lava- und Ascheschicht über Pompeji war 7 bis 9 Meter hoch. Auch ein Bordell war hier zu finden. Die Wandmalereien zeigen, vermutlich als Anregung, die verschiedensten Stellungen. Den nächsten Tag verbrachten wir auf See. Sin nützte die Zeit, um auf der Joggingstrecke ihre Runden zu drehen. Unsere nächste Station war Kreta.
Die im 13. Jahrhundert erbaute Kirche Panagia Chera ist berühmt für ihre gut erhaltenen Wandgemälde, auf denen auch das jüngste Gericht mit den Freuden des Paradieses und den Leiden der in die Hölle verbannten Seelen dargestellt ist. Leider war dort Fotografieren strengstens verboten. Nach einer kurzen Busfahrt kamen wir nach Agios Nikolaos. Seit 1904 Hauptstadt Ostkretas ist Agios Nikolaos eine relativ junge Stadt, die in den letzten Jahrzehnten durch den Tourismus einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Im Ort befindet sich ein Süßwassersee, der durch einen Kanal mit dem Meer verbunden wurde und dadurch zu einem natürlichen Hafen wurde. An der Hafenpromenade befinden sich malerische Cafés und man kann den Fischern bei der Arbeit zusehen. Am Nachmittag kehrten wir zum Schiff zurück und es erfolgte wieder ein Tag auf See. Der nächste Höhepunkt dieser Reise war der Suezkanal. Es handelt sich um einen Schifffahrtskanal in Ägypten zwischen den Hafenstädten Port Said und Suez, der das Mittelmeer über den Isthmus von Suez mit dem Roten Meer verbindet und der Schifffahrt zwischen Atlantik und Indischem Ozean den Weg rund um Afrika erspart. Er wurde am 17. November 1869 eröffnet. Seine Länge beträgt 193 Kilometer. Der Kanal bildet die Grenze zwischen Afrika und Asien. Ungefähr 12 Kilometer nördlich von Ismailia steht seit 2001 wieder eine Eisenbahn- und Straßenbrücke. Diese Brücke ist mit 340 Meter Spannweite die längste Drehbrücke der Welt. An gleicher Stelle wurden zuvor schon zwei Brücken errichtet. Der erste Bau aus dem Jahr 1954 wurde abgerissen, derjenige aus dem Jahr 1963 wurde 1967 im Krieg mit Israel zerstört. Der Suezkanal ist ein schleusenloser Meerwasserkanal, der im Gegensatz zu Kanälen wie dem Panamakanal, die einen Höhenunterschied überwinden, keinen ständigen Wassernachschub benötigt. Der Kanal kann von allen Schiffen, Handels- und Kriegsschiffen aller Nationen zu allen Zeiten, Friedens- und Kriegszeiten, zu gleichen Bedingungen genutzt werden. Der Schiffsverkehr wird durch ein Radar- und computergesteuertes Verkehrsleitsystem überwacht und gesteuert. Im gesamten Kanal besteht Lotsenpflicht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 11 bis 16 km pro Stunde, je nach Streckenabschnitt und der Gezeitenströmung am Südende des Kanals. Ein Mindestabstand von 2 bis 3 km ist einzuhalten. Es wird im Einbahnverkehr in Konvois gefahren, die von der Suez Canal Authority nach bestimmten Kriterien zusammengestellt werden, wie zum Beispiel Gefahrenklassen, Schiffskategorien oder Anmeldezeitpunkt. Von Port Said fahren täglich zwei Konvois ab. Einer um 0 Uhr und einer um 7 Uhr. Von Suez fährt täglich ein Konvoi um 6 Uhr ab. In einem kompliziert anmutenden Begegnungssystem warten die von Norden nach Süden, also in Richtung Suez fahrenden Schiffe, im großen Bittersee auf den Gegenverkehr, während der von Süden kommende Konvoi ohne Halt durchfährt. Die Durchfahrt dauert insgesamt 12 bis 16 Stunden. Auch wir waren gezwungen, am Bittersee zu warten, bis wir wieder weiterfahren durften. Während der gesamten Fahrt durch den Kanal konnten wir links und rechts Militärposten mit Maschinengewehren beobachten. Yeah.
In Suez verließen uns dann die Lotsen und wir konnten beobachten, wie das nächste Schiff des Konvois quasi durch die Wüste zu der Ausfahrt des Kanals kam. Nach dieser wirklich interessanten Durchfahrt ging es den ganzen Abend und die ganze Nacht weiter. Am nächsten Tag kamen wir in der Früh in Jordanien in Aqaba an. Der nächste Ausflug war das zweite Highlight dieser Reise. Wir fuhren mit dem Autobus über 2 Stunden durch die Wüste nach Petra. Die Stadt wurde von den Nabatäern, einem arabischen Beduinenstamm, gebaut, die vor fast 2000 Jahren aus Arabien einwanderten. Die festungsähnliche Stadt bot vorbeiziehenden Karawanen Schutz und wurde so zu einer bedeutenden, sehr wohlhabenden Stadt. Petra, die rosarote Stadt, blieb Jahrhunderte in den Bergen Südjordaniens verborgen. Im Jahre 106 fiel sie unter die Herrschaft der Römer und bot den Grundstock für eine der außerordentlichsten Städte, die jemals gebaut wurden. Die Römer fügten den bestehenden Gräbern und Bauwerken der Nabatäer einen Triumphbogen, Märkte, Bäder, Tempel, Läden und Häuser hinzu, die sie in die umliegenden Felsen meißelten, wodurch aus der Stadt ein unvergleichliches Meisterwerk der Steinmetzkunst geschaffen wurde. Nachdem der Glanz der römischen Ära erloschen war, übernahmen die Beduinen die Stadt erneut. 1812 entdeckte ein junger schweizerischer Forscher Petra wieder. Getrübt wurde diese wunderschöne Besichtigung allerdings durch die Tatsache, dass von unserem Schiff 26 Autobusse vollgestopft mit Menschen zur gleichen Zeit hinfuhren und sich die Menschenmassen in die Schlucht ergossen. Nach einem Fußmarsch erreicht man den Sig, ein sehr enges, abschüssiges, altes Flussbett, das sich auf einer Länge von 2,5 Kilometer durch die Schlucht schlängelt. Die schroffen Felswände sind knapp 100 Meter hoch. Nach einer letzten Biegung glänzt das Schatzhaus von Petra. Gut 40 Meter hoch, knapp 30 Meter breit und in den Fels gehauen. Nachdem man daran vorbeigegangen ist, wird man beim Anblick der hochaufragenden Tempel, der königlichen Grabstätten, des römischen Theaters, Grabkammern, gepflasterten Straßen, kleinen und großen Häusern und öffentlichen Gebäude ins Staunen geraten. Nach dieser wirklich eindrucksvollen Besichtigung fuhren wir wieder durch die Wüste zurück zu unserem Schiff nach Aqaba.
In der Nacht bewegen wir uns lediglich von der einen Seite der Meeresbucht zu der anderen. Dort ist nämlich bereits Israel mit der Stadt Eilat. An Land gehen konnten wir hier aufgrund von Sins Visumproblemen leider nicht. Trotzdem war deutlich zu sehen, dass auf israelischer Seite moderne, große Hotelbauten stehen, während auf der jordanischen Seite nichts dergleichen existiert. Die Grenze zwischen Jordanien und Israel, ein Streifen Niemandsland. Im Hafen von Eilat sind auf riesigen Terrassen hunderte von fabrikneuen Autos abgestellt. Die nächsten 4 Tage waren wir Tag und Nacht auf hoher See und fuhren das ganze Rote Meer entlang Richtung Süden bis zu der Seestraße Bab el-Mandeb, wo man das Gewässer des Roten Meeres verlässt. Der Name Bab el-Mandeb wird von einer arabischen Legende abgeleitet. Diese handelt von den Tränen, die bei der Trennung Afrikas von Asien vergossen wurden. Während dieser 4 Tage genossen wir alle Annehmlichkeiten des Schiffes. Sei bella stasera. Vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Ya, 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 ya. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda.
là del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, 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 ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Ai, ai, ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai. E sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Danach setzten wir die Navigation in östlicher Richtung im Golf von Aden fort. Der Golf ist bekannt für die Piraterie. Die Region wird deshalb von internationalen Marinestreitkräften streng überwacht. Die Costa Fortuna begann die Durchfahrt durch den Golf um 16.30 Uhr im sogenannten International Recommended Transit Corridor. Trotz all dieser internationalen Sicherheitsvorkehrungen wurden auch auf dem Schiff selber Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So gab es die ganze Nacht über Wachposten, die mit Nachtsichtgeräten ausgerüstet waren, um nach Piraten Ausschau zu halten. Außerdem waren am untersten Promenadedeck Wasserwerfer in Bereitschaft. Trotz eines etwas mulmigen Gefühls genossen wir den Abend mit Tanz und Unterhaltung in den verschiedenen Bars. Sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai. E accanto a me tu resterai. Ai, 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 capito che ti amo, quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messa a dire che sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore. Unsere nächste Station war die Stadt Salalah im Südoman. Im Hafen sahen wir die Kriegsschiffe,
die jede Nacht den soeben passierten Korridor überwachen. Hier erfolgte auch das Auftanken unseres Kreuzfahrtschiffes. Zu diesem Zweck kam ein eigener Tanker längsseits. Salalah ist dank seiner tiefen Gewässer und der strategischen Lage direkt an der Hauptroute zum Suezkanal der Verbindungsort zwischen dem fernen Osten und dem Westen. Salalah wurde deshalb in der Vergangenheit auch als Ostindien bezeichnet. Der Hafen entwickelte sich zu einer wichtigen Drehscheibe des internationalen Seehandels mit mehr als 2000 Schiffen pro Jahr, die hier halten. Wir machten eine Fahrt entlang der Küste mit eindrucksvollen Felsformationen. Am weiteren Weg entdeckten wir einen einsamen Weihrauchbaum. Sofort strömten 120 Personen aus drei Autobussen auf diesen armen kleinen Baum zu. Ich versteckte mich hinter dem Sucher meiner Kamera, versuchte die Menschenmassen rund um mich herum einfach auszublenden und hatte so den Baum und den Himmel plötzlich für mich alleine. Weiter ging es zum Mausoleum des Nabi Ayub, auch bekannt unter dem Namen Hiob. Er wird sowohl im Alten Testament als auch im Koran erwähnt, wo er die Stellung eines Propheten hat. Hiob wird als frommer Mann geschildert, dessen Glaube aufgrund einer Wette des Satan mit Gott schwer geprüft wird. Eines Tages habe Satan Gott gegenüber behauptet, Hiobs Frömmigkeit komme nur daher, dass Gott ihn und seinen Besitz beschützt und ihn gesegnet habe. Daraufhin habe Gott es Satan erlaubt, Hiob zu prüfen. Dieser verliert darauf durch das Wirken des Satans zuerst seinen ganzen Besitz und dann auch noch alle seine Kinder. Seine 7 Söhne und 3 Töchter kommen durch einen Hauseinsturz ums Leben. All dies bringt Hiob nicht dazu, Gott zu verfluchen. Da tritt Satan ein weiteres Mal vor Gott und behauptet, Hiob verfluche Gott nicht, weil er sich noch bester Gesundheit erfreue. Dann zerstörte Satan sogar seine Gesundheit, indem er eine schlimme, äußerst schmerzhafte Krankheit mit Geschwüren vom ganzen Körper Hiobs Besitz ergreifen lässt. Die Nachricht von den Katastrophen, die Hiob in kurzer Folge ereilen, werden ihm jeweils von einem seiner Knechte überbracht. In Anlehnung daran bezeichnet der umgangssprachliche Begriff Hiobs Botschaft eine schlimme Nachricht wie den plötzlichen Tod eines Angehörigen oder engen Freundes. Weil Hiob in all seinem Leid Gott dennoch die Treue hielt und ihn nicht verfluchte, erlöste Gott ihn schließlich von seiner Krankheit und segnete sein langes weiteres Leben damit, dass er ihn das Doppelte seines früheren Besitzes erwerben lässt. Auch bekommt Hiob 7 neue Söhne und 3 Töchter. Der Oman ist auch bekannt als das Land von Myrrhe und Weihrauch, wie man an dem kleinen Markt sehen kann. Jeden Abend gab es im großen Theater nach dem Nachtmahlessen eine Show.
Während der Nacht fuhren wir weiter nach Muscat, der Hauptstadt des Oman. Der Oman, der Legende nach Heimat von Sindbad, dem Seefahrer, Land der Gewürze und des Weihrauchs, fasziniert seit vielen Jahren seine Besucher mit seinen außergewöhnlichen Landschaften, seinen hohen und felsigen Bergen, üppigen Oasen, der atemberaubenden Natur und mit scheinbar von der Zeit unberührten Dörfern. Dort erwarteten uns bereits unsere Geländefahrzeuge, da wir einen Ausflug in die wilde Berglandschaft des Oman gebucht hatten. Unsere Tour startete in der Hauptstadt Muscat Richtung Wadi al-Arbain. Nach nur wenigen Kilometern fanden wir uns in einer fast lunaren Welt wieder, wo unwirkliche Berge die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Bald erreichten wir den Wadi al-Arbain, einen fantastischen Canyon mit großen bergigen Mauern, bedeckt mit üppiger Vegetation, wo der Verlauf des Wassers kleine grünblaue Teiche und Swimmingpools geschaffen hat. Wir kamen auch in ein typisch omanisches Dorf, wo der Rhythmus eines einfachen täglichen Lebens unbeeinflusst von der modernen Welt bewahrt wurde. Die Bewohner waren herzlich und gastfreundlich und die Kinder begrüßten uns mit einem echten Lächeln.
Abends kehrten wir todmüde zu unserem Schiff zurück, stürzten uns aber trotzdem noch einmal in das Nachtleben. Weiter ging es nach Fujairah. Das ist eines der 7 Emirate, die zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören. Die Einwohnerzahl beträgt ca. 143.000. Wir besuchten zuerst das Heritage Village. Dort kann man in die Vergangenheit eintauchen und all die Lebensweisen in alten Wohnsitzen entdecken. Außerdem hat man die Möglichkeit, charakteristische Arbeitsweisen und typische Bewässerungsanlagen, die früher eingesetzt wurden, kennenzulernen. Weiter ging es zu dem 300 Jahre alten Fort von Fujairah, das zurzeit in ein Nationalmuseum umgewandelt wird. Von dort fuhren wir weiter zum Museum. Und anschließend zum Fisch-, Fleisch-, Obst- und Gemüsemarkt. Am Ende dieses Tages besichtigen wir noch die älteste Moschee der Vereinigten Arabischen Emirate.
cantare. Oh, 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 let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, 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 nel blu. Abu Dhabi, die Hauptstadt der VAE, befindet sich auf einer kleinen Halbinsel, die von einer Inselgruppe umgeben ist. Die Stadt wurde 1761 gegründet und von einem Scheich des Beduinenstammes Bani Yas nach einer Gazellenart benannt. Unser erster Fotostopp war der Itihad-Platz. Itihad bedeutet Föderation. Die Fahrt führte weiter auf der herrlichen Küstenstraße der Corniche entlang und dann durch die Stadt, die wegen der vielen hochmodernen, gläsernen Wolkenkratzer auch als Manhattan der Golfregion bezeichnet wird. Weiter ging es auch hier zum Heritage Village, das auch ein kleines Museum beherbergt, um die Alltagsaktivitäten der Einheimischen vor der Entdeckung der Ölvorkommen veranschaulicht. Interessant sind die Windtürme der alten Behausungen. Durch die spezielle Anordnung der sogenannten Segel wird auch der leichteste Windhauch verstärkt in den darunterliegenden Wohnraum geleitet. Eine perfekte Klimaanlage. Im Museum sind auch Fotos aus der alten Zeit zu sehen. Zum Abschluss dieses Ausfluges fuhren wir noch zu einem riesigen Einkaufszentrum, der Marina Mall.
Während der Nacht ging es weiter mit unserem Schiff zu der letzten Station unserer Reise nach Dubai. Unsere Besichtigungstour führte uns zunächst zum Burj Al Arab. Dann zu einer Moschee, weiter zum Museum. Dann überquerten wir den Dubai Creek mit kleinen Booten und kamen zum Gewürzbazar. Dort ging es weiter zum berühmten Goldzug. Leider ging es uns zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich bereits ziemlich mies, sodass ich nur noch ein Abschiedsfoto von Dubai bei Nacht machte. Nach einem 6-stündigen Flug kamen wir wohlbehalten, aber mit Fieber wieder in Wien an.